ist das meine Reihe griechische Märchen in vier Zeilen und geht so. Es heißt antike Missgeburt. Es begab sich nahe Ithaka, da lebte ein Zyklopenpaar. Die Frau bekam ihr erstes Kind, es war auf einem Auge blind. Mein zweiter Text. Entschuldigung. Mein zweiter Text ist entstanden für einen Poetry-Slam, der mal in einer Kirche stattfand. Und das Thema des ganzen Abends war Hoffnung. Und ich sollte eine Metapher für das Thema Hoffnung suchen. Und ihr könnt jetzt selbst mal so ein bisschen versuchen, ob ich diese Metapher getroffen habe oder nicht. Ich habe hinterher sehr merkwürdige Gesichter geguckt, aber naja. Der Text heißt Goldgelb, nuancenlos. Wenn ein dumpfes Trauergefühl deinen Magen bedrückt, so als hätte jemand flüssigen Teer über Wasserfarben gekippt, du Stiche spürst, wie von riesigen Spritzen. Das einzig Bunte in deiner Welt ist das Benzin in den Pfützen. Du hältst es nicht aus. Deine Liebste verlässt dich. Du sitzt in deinem Haus vor dem leeren Teller am Esstisch. In diesem spiegelt sich am Himmel oben dein persönlich verschimmelter Regenbogen. Statt grün-rot-blau nun totes Grau. Friedenstauben flügelschwingend zerfallen zu Asche und drei Schluck Wodka später siehst du den Boden der Flasche. Damit rate ich dir eins. Auf Teufel komm raus. Stell dich auf die Fensterbank und schrei dort hinaus. Kartoffeln! 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 Und alles wird gut. Du wirst sehen, diese Knolle gibt dir neuen Mut. Ich sage dir, dass immer neue Gründe zum Hoffen bleiben, solange die Menschen nur Liebe zu Kartoffeln zeigen. Dein dummes Magengefühl, das füllen wir auf, spürst du erst mit Liebe von Bratkartoffeln im Bauch. Du siehst die Welt farb und dich selbst chancenlos, da füllst du mit goldenem Gelb, und zwar nuancenlos. Du musst wie die Knolle selber reich an Stärke sein und schnitzt dann für deine Liebste ein Kartoffelherz im Kerzenschein. Und wenn dann dein Hunger und deine Zweifel beseitigt sind, gebe ich dir endlich Rücken statt ständig nur Seitenwind. Zeige dir, du Held der Pantoffel, den goldenen Pfad, den Weg der Kartoffeln. Lass uns Gemüsegefühle wachsen lassen und mit dem Flug Furchen im Stadtpark machen. Lass deine Pelle fallen und bekenn goldgelbe Farbe, dich in der Erde zu lassen, wäre wirklich zu schade. Lass dich von mir motivieren, dich von der Knolle inspirieren und du wirst nie wieder frieren, denn in Zeiten, in denen es noch keine Taschen mehr von Schibo oder als Billig Merchandise-Artikel gab, waren die Menschen auf die Kartoffeln angewiesen. Die Knolle wurde in Wasser erhitzt, mit einem Taschentuch in die Monkey-Tasche gesteckt. So wärmte die Kartoffel die Menschen schon sehr früh in der Historie und hinterher konnte man sie auch noch essen. Lecker. Wenn dein Chef dich mal wieder ekelhaft killt und sein Gesicht einfach mit einem Sparschäler geschält, scheiß einfach drauf, was die anderen so wollen. Lass sie spüren, die Rache der Knollen. Zeig ruhig deine weiche Schale, deinen köstlichen Kern. Du wirst sehen, den Menschen verköstigen gern jemand, der authentisch ist. Jemand, der lebendig ist. Jemand, der nicht nur auf dem Feld rumliegt, bis ihn ein Käfer frisst und wir entwickeln. Kartoffelkäferresistenzen gegen das Nagen am Herzen. Fallen damit Frühlingskartoffeln deinen Magen zu Schmerzen. Färben mit Kartoffeldruck die tristen Seiten des Lebens. Lass die Knolle aus dem Sack, dann ist nichts mehr vergebens. Sie bringt Hoffnung, Lebensfreude und Glück. Stell dir nicht nur eine Scheibe auf, sondern ein ganzes Stück. Lass jetzt Saat der Freude in dein Leben treten. Schwör deinen Glauben ab und hör auf mit dem Beten. Das kam in der Kirche nicht so gut. Gott ist tot. Nun geh, finde die eine Kartoffel, die dein Leben verändert. Gepflanzt eins am Schicksalsberg, den Gollum gesprengt hat. Mit Petersilie aus dem Augenland und Creme Fraiche aus Bruchtal. Und es sind die verbrannte Brücken und diese Asche ist fruchtbar. Beiß die Zähne zusammen, dazwischen goldgelbes Glück. Schmeckt diese Pflanze und du willst nie mehr zurück von Kartoffeln verbrauen, Spalten, von Pommes und Fritteusen halten. Den Knollen der Butter putzen, bilden sich goldgelbe Krusten. Die Maische schon längst parat, so haben wir auch den Salati. Und mach schnapp, du kochst eifrig, damit es sein. Schön rein, bis dann köstlich unbeschreiblich, bis die Knolle saft und weich ist. Schmeckt die Zähne gern, halte ich das neue Antidepressiva. Schmeckt die Knolle immer wieder, beiß hinein und fühle es. Ganz gleich, was dein Leben so wirkt. Egal, wie oft du denkst, das ist längst schon verwirrt. Die Quintessenz ist, dass diese Metapher von Hoffnung komplett beschissen gewählt ist. Ich weiß, ich hätte Blumenkohl nehmen sollen, doch setz doch selbst anstelle der Knolle etwas ein. Denn Hoffnung muss immer sein. Vielen Dank.